Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within und dem Beagle. Transparenz Beagle muss euch direkt was sagen. Und zwar hat der Transparenz Beagle gestern was rausgefunden. Dank Season Pass, glaube ich, denn vorbestellt hatte ich das Spiel damals nicht, habe ich das Fighting Pack gehabt. Das habe ich mir auch installiert, wenn ich ehrlich bin. Was sich jetzt verändert hat, es wird nicht viel ausmachen, weil meine Ressourcen nicht so gemacht sind, als dass mir das gerade viel bringt. Ich habe jetzt einen zweiten Erste-Hilfe-Koffer. Ich hatte 5000 Gel, die habe ich komplett in die Schrot gesteckt, die jetzt eine doppelläufige Flinte ist. Also es gibt, die wurde einfach automatisch ausgetauscht. Ich glaube, die unterscheidet sich nur, dass sie ein bisschen mehr Wumms hat. Mehr aber auch nicht. Und ich habe hier bei den Bolzen jetzt auch Feuer und Gift, was mir nichts bringt, weil ich habe in der letzten Runde ja, als diese komischen Dudes kamen, alle Teile aufgebraucht. Das heißt, für den Kampf, der jetzt kommt, habe ich genau einen Bolzen. Aber das macht nichts. Ich habe ja noch drei Explosionsbolzen. Also mal sehen. Aber nur das vorweg, dass ich das installiert hatte, zusammen mit den DLCs, The Assignment und The Consequence. Da hatte ich entdeckt, dass ich das habe. Ich wusste nicht, dass ich das habe bis jetzt. Und ich dachte mir, warum nicht auf den letzten Metern? Also es sind insgesamt ja nur fünf Kapitel. Noch fünf Kapitel. Warum nicht benutzen? Einfach auch, um euch vielleicht ein bisschen mehr von den Waffen zu zeigen. Und das nächste ist, mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht so richtig auf die Handlung eingegangen bin. Mit dem, was ich so an eigenen Infos habe, damals rausgefunden. Und euch erklärt habe, was heißt erklärt, und ein bisschen darüber gefachsimpelt habe, wie sich die Story zusammensetzt. Zum Beispiel wissen wir ja im Grunde immer noch nicht, was Sebastian mit all dem Ganzen hier zu tun hat, mit Ruvik und Co. Was heißt, wir wissen es nicht so richtig. Wir haben Vermutungen. Wir wissen aber zum Beispiel auch nicht, warum Kidman noch immun ist gegen den Kram. Wir wissen nicht, was aus Joseph geworden ist. Wir wissen nicht, was Dr. Jimenez damit zu tun hat. Der scheint übrigens auch ziemlich immun gegen Ruviks Gedankenmanipulation zu sein. Sag mal, was machst du für Gesichtszuckungen? Sebastian, ich verstehe, dass du Angst hast. Keine Sorge, ich habe auch Angst. Was meinst du, warum ich den Leuten jetzt lieber was von der Handlung erzähle, als weiterzugehen? Aber es hat sich hier auch außenrum viel verändert. Diese Anstalt ist ja Sebastians Schutzort, in den er sich immer wieder zurückzieht, um vor wo Ruvik einfach keinen richtigen Zugriff drauf hatte. Ich glaube, dass wir ja, wie ich euch schon gesagt habe, je länger Sebastian da drin ist, umso mehr hat Ruvik vielleicht doch Einfluss auf ihn. Wir haben hier den Beweis bekommen, dass das wirklich so ist, denn schaut es euch an. Das hier ist alles Ruvik. So, die Anstalt sieht nicht mehr so aus, wie sie Sebastian kreiert hat, sondern so, wie Ruvik sie kreiert hat. Er dringt also langsam in Sebastians Schutzraum ein, so wie Joseph das ja quasi beschrieben hat. Und wir haben ja auch ein paar Dinge. Was habe ich denn? Was habe ich denn? So viel habe ich gar nicht übersehen. Ich bin selbst gerade überrascht. Tagebucheinträge haben wir bis jetzt alle gefunden, bis auf die, die noch kommen werden. Kartenfragmente haben wir einfach gar nicht gefunden. Geil. Also alle Jubeljahre habe ich mein Kartenfragment gefunden. Die Zeitungsartikel müssten wir soweit auch. Was? Ich habe einen Zeitungsartikel nicht. Wie schade. Okay, Vermisstenanzeigen. Leslie ist ja vermisst. Oscar. Okay. Dann kriegen wir das noch, was ich meinte. Dann darf ich euch dazu ja gar nichts sagen. Ach, ich habe bis jetzt auch alle Tonbände gefunden. Ist ja witzig. Das ist ja witzig. Ich wollte euch anhand der vermissten Sachen eigentlich was zeigen, aber da wir diesen vermissten Zettel noch nicht haben, kann ich euch da nichts zeigen. Das müssen wir dann zu gegebenen Zeit machen. Aber ja, wir haben uns ja schon gedacht, dass Ruvik hier alles kontrolliert und vieles. Laura ist ja im Grunde Ruviks Schwester. Wir werden da auch, glaube ich, noch mehr erfahren.
Ich glaube aber, dass durchaus da ja alle das Gleiche erleben. Also Joseph erlebt ja auch das Gleiche wie Kidman und Sebastian, wobei Sebastian einfach mehr Scheiße mitmacht. Aber im Grunde machen Joseph und Kidman das Gleiche durch, nur mit Einflüssen aus ihrem. Ich glaube, dass ein paar der Monster vielleicht gar nicht mehr nur auf Rubiks Mist gewachsen sind, sondern auch aus den Köpfen der anderen entstanden sind. In dem DLC The Consequence oder The Assignment, ich weiß nicht welchen von beiden, werden wir da auch noch mehr herausfinden. Oh, 5 Minuten. Ich habe jetzt schon 5 Minuten verquatscht. Und wenn ich jetzt einfach noch 15 Minuten quatsche, kann ich wieder in den Spiegel zurückgehen und muss gar nicht weitergehen. Ha! Das meine ich jetzt. Ja. Es kneift sich in meinem Bauch direkt schon wieder alles zusammen. Ich will nicht. Ich will nicht. Wollen wir nicht lieber noch mal zurückgehen? Und ich finde, zurückgehen ist geil. Komm. Ah, ich bin gefangen. Ich muss das jetzt machen. Oh. Na, Laura? Können wir nicht Freunde sein? Bitte? Meine armen Nerven. Nein. Don't do that to me. Laura, ich finde, wir müssen noch mal neu anfangen. Vielleicht ist unser Start einfach nicht gut gewesen. Aber du hast mich getötet mehrmals, ja? Wird alles gut. Das soll schon schief gehen, dann sterbe ich halt ein paar Mal. Natürlich folgst du, doofe Schlampe, mir nach unten. Was auch sonst? Was? Frieden schließen? Wer was von Frieden schließen, ne? Na, Laura, kannst du mich eigentlich schon durch das hier verletzen? Na? Wie ist so? Ist nicht Ladylike, oder? Machst du dich schon mal ready for take-off? Naja. Ich glaube, die macht sich schon ready for Takeoff. Ich habe das Gefühl, ich weiß, wo sie gleich rauskommt. Ja, komm, komm, komm. Nein, nein, Sebastian, Sebastian, mach dich doch ein bisschen kleiner. Sebastian, Sebastian, Sebastian! Jetzt renn! Oh Gott. Ah! Nein, 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 ist okay. I don't give a fuck. Da war Gel. Da war ein Haufen Gel. Macht mir aber auch immer Angst. Da mache ich doch lieber noch mal neunmal den Kettensägen, Mann. Oh, jetzt habe ich 4 Teile, was mir immer noch nichts bringt. Schön. Ich habe Riesenmenge Gel verpasst. Was soll's? Es war nämlich so eins dieser großen, ja. Oh, 5 Teile. 5 Teile. 5 Teile. Ich frage mich. Frag mich nicht, warum ich unfähig dazu bin. Dafür brauche ich nur 3 Teile. Nee, ich mach das noch nicht.
jetzt habe ich sogar 13 Streichhölzer. Sehr schön. Okay. Was? Wäre ich denn da dran gekommen? Ach ja, warte mal, lad nach. Ich habe noch 8 Minuten. Genau, Sebastian. Geh doch am besten noch zurück. Ist okay. Nein, Schalter. Sebastian. Wo ist sie denn? Nicht mehr leben. Ah, ich kann weiter. Ich kann weiter. Ich kann weiter. Ah. Ja, ist gut, Laura. Ich hab's verstanden. Nein. Ja, aber brennt verdammt. Entscheiden? Nein, kann sie nicht. Doch, kann sie? Nein, sie kann sich nicht entscheiden. Wie viel müssen wir jetzt noch mal machen? 8 so. Na dann ist ja alles easy. Dass er nicht weiter rennen möchte, ist schon eine Farce, ne? Das mache ich jetzt. Ich glaube, man kommt so theoretisch ganz gut gecheased. Renn verdammt. Ja, renn verdammt.
bin jetzt weg. Bin jetzt eh weg. Tschüss. Nein. Was? Da oben. Ein Kontrollpunkt. Okay. Ich zitter auch kaum, ehrlich nicht. Kaum. Das wird nichts. Das wird nichts. Okay. Alles klar. Gebt mir ruhig die nötige Zeit, die ich brauche. Was kommt sie denn jetzt? Schaffe ich das auch von hier aus? Ach, nein. Alles gut. Ich muss hier irgendwie ablenken, egal wie. So nicht. Das war's doch schon wieder. Ein Hebel irgendwo. Hebel irgendwo. Noch schneller gefunden hätte, das wäre ein Traum gewesen. Au! Geh doch bitte aus, bitte, bitte. Aus, 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 aus. Nein, Sebastian! Nein, bitte tu mir das auf den letzten bisschen nicht an! Für wen hältst du dich?
Weiß ich weiß, nicht. Wer du bist, Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Was? Ich habe einfach gar nichts mehr. Ich brauchte meine Feuerzeuge dafür überhaupt nicht. Wo habe ich die denn her? Die Granaten brauchte ich auch nicht im Endeffekt. Hat nämlich auch nicht sonderlich geil geklappt. Ich habe meine Reserven wieder voll. Das ist doch gar nicht schlecht. Also ich habe zwar keine Explosiv- und Brandgranaten mehr, aber hey. Da liegen sie, die Arme von der dummen Ziege. So, Part ist eigentlich rum. Ich mache auch gleich Feierabend. Ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen. Die Kämpfe mit Laura stressen mich am meisten. Bei dem Rest ist es mir irgendwie egal, dann sterbe ich halt. Ist okay. Aber bei Laura, die macht Stress bei mir. Ist sogar richtig. Ich bin wieder im Herrenhaus. Das mindestens. Weißt du, Ruvik und Laura machen mir den meisten Stress. Naja. Aber ich finde, wir sind trotz allem sehr gut durch das Laura-Kapitel durchgegangen, obwohl ich sie vergleichsweise wenig angezündelt habe. Da hätte ich mir weitaus mehr Luft machen können. Ich hätte aber in dem Moment auch einfach nicht gewusst, wie. Gebe ich zu. Ich war so in Panik, dass ich nicht gewusst habe, wie. Ich wollte immer nur gucken, dass ich da weiterkomme und, ne? Da ich das unten in diesem Kackkeller wirklich noch überlebt habe, keine Ahnung wie. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe erst ja den Schalter nicht gefunden und dann musste ich elendig lang warten, bis das Feuer aus ist. Bin selbst noch in Feuer gerannt. Ich habe eigentlich nur Schaden genommen, weil ich durchs Feuer gerannt bin. Ich glaube, das war unsere letzte Begegnung mit Laura. Ich bin da so dankbar drum. Das Kapitel 10 ist schon ziemlich lang. Naja. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hoffentlich kann ich euch dann zeigen, wie die Doppel... Es würde mich nämlich selbst interessieren. Ich kann mich an die doppelläufige Schrotflinte nicht mehr erinnern, ob die wirklich mehr Wumms, Color Wumms hat. Werden wir sehen. Muss sie ja haben. Und vielleicht können wir noch ein bisschen mehr die Bolzen ausprobieren, weil die Brandbolzen waren echt cool. Und ich glaube, bei Gegnern, bei denen das effektiver ist, weil an den Seiten kam ja auch Feuer raus aus dem Brandbolzen, würde es noch die Umgebung mit anstecken. Nicht schlecht. Also hinterlasst mir einen Kommi. Sagt mir bitte, dass Laura euch auch so schwer gefallen ist. Und haut rein.